Die AfD kommt kurz vor den Europawahlen im Juni nicht zur Ruhe. So hatte der Chef der rechten Identität- und Demokratiefraktion im Europäischen Parlament den Ausschluss aller Abgeordneten der AfD beantragt. Die Parteien finden sich im Europäischen Parlament in verschiedenen Fraktionen zusammen. Zu der rechten Fraktion Identität und Demokratie gehören Frankreichs Rassemblement National, die Lega aus Italien und neben der AfD die FPÖ. Auch die Dänische Volkspartei ist Teil der Fraktion. Dessen Abgeordneter Fis-Thiessen hatte gestern bereits klargemacht. Wir haben eine klare Forderung an die Deutschen gestellt, dass sie aufräumen, was bedeutet, diejenigen zu entlassen, die diese hoffnungslosen historischen Bezüge und Aussagen gemacht haben. Fis-Thiessen bezog sich damit auf den AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Maximilian Krah, der in einem Interview mit einer italienischen Zeitung die SS-Verbrechen relativiert hatte, was insbesondere Franzosen und Italiener erzürnte. Der französische Rassemblement National von Marine Le Pen kündigte der AfD bereits die Zusammenarbeit auf. Nun erfolgte, wenn auch nicht einstimmig, der Ausschluss aller AfD-Abgeordneten. Der hat vor allem symbolischen Charakter, da das Parlament erst nach der Europawahl wieder tagen wird. Dann werden sich auch die Fraktionen möglicherweise neu zusammensetzen. Eine schwarze Woche für die AfD. Die Skandale häufen sich. Und das Finale des Wahlkampfes findet ohne die Spitzenkandidaten der AfD statt, ohne Maximilian Krah und Peter Bistron. Zur Stunde läuft in Starnberg die Abschlusskundgebung der bayerischen AfD. Und unsere Reporterin Melanie Marx ist für uns vor Ort. Melanie, wie nimmt die Basis diese neuen Entwicklungen rund um ihre Partei auf? Der Ausschluss aus der rechtsextremen Fraktion, das Auftrittsverbot von Maximilian Krah. Was überwiegt? Ernüchterung oder Trotz? Das ist so tatsächlich schwer zu sagen, weil sehr, sehr viele gar nicht mit uns sprechen wollten oder Fragen extrem ausgewichen sind. Mit denen ich sprechen konnte, da hat sich so ein bisschen eine Meinung oder zwei Positionen eigentlich, eine Meinung rauskristallisiert. Das war zum einen, dass man sagt, das, was jetzt im EU-Parlament passiert ist, nämlich der Ausschluss aus der Fraktion, der sei vor allem damit begründet, dass Le Pen, also dass aus Frankreich, man ein innenpolitisches Signal senden wollte, dass man selbst doch etwas gemäßigter sei. Und dass das deswegen gar keine Rückschlüsse auf die AfD möglich wären und es deswegen gar nicht so schlimm war. Das war die eine Sache, die ich gehört habe. Das zweite, was ich eben noch angesprochen habe, war, dass man zu den Vorwürfen gesagt hat, die seien doch jetzt gar nicht so schlimm. Also einer hat zum Beispiel gesagt, die Äußerung von Herrn Krah in der Zeitung, das würde er so unterschreiben. Das findet er jetzt auch gar nicht so dramatisch. Nichtsdestotrotz, ich hoffe, man versteht mich gerade noch, es wird hier lauter. Nichtsdestotrotz gibt es auch welche, die gesagt haben, sie haben Sorge, dass die Umfragewerte jetzt weiter sinken könnten. Melanie, noch ganz kurz, du hast ja mit Peter Bistron heute gesprochen, gegen den es auch schwerwiegende Vorwürfe gibt. Wie will denn die AfD sich im Europaparlament aufstellen nach der Wahl, nachdem sie aus der Rechtsaußenfraktion ausgeschlossen wurde? Vielleicht ganz kurz, ich habe darüber mit Herrn Bistron ungefähr vor 2 Wochen, also Anfang Mai, gesprochen, weil auch da gab es eben schon das Thema, dass es so ein bisschen innerhalb der Fraktion im EU-Parlament kriselt. Und jetzt zu der Frage, wie man damit umgeht. Es gibt im Grunde 2 Möglichkeiten. Also entweder sagt man, man macht so weiter wie bisher, oder man versucht, womöglich härter mit Herrn Bistron, mit Herrn Krah umzugehen, um eben darauf hinzuwirken, nach der Wahl wieder in der Fraktion zusammenarbeiten zu können. Und jetzt, was Herr Bistron zum Beispiel gesagt hatte, und das höre ich auch von einem Teil der AfD, ist, dass man die Hoffnung hat, dass man womöglich auch eine neue Fraktion im EU-Parlament, eine neue rechte Fraktion gründen könnte, neue Partner sucht, sich neu formiert und da womöglich auch eine Fraktionsführerschaft haben könnte. Mhm. Das ist so der eine Teil, das wäre dann weiter so. Der andere Teil sagt eben unbedingt Zusammenarbeit. Abschluss des Wahlkampfes der AfD in Starnberg. Ganz herzlichen Dank an meine Kollegin Melanie Marx.